Bei Naturschutz geht es ja auch um den Erhalt der biologischen Vielfalt, der Biodiversität. Und die ist wichtig als Wert an sich, aber auch eben um die schon gehörten Ökosystemdienste aufrechtzuerhalten und um eine gewisse Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umweltbedingungen oder neuartige Krankheiten zu wahren. Aber Biodiversität oder biologische Vielfalt kann auf verschiedenen Ebenen. Kann auf verschiedenen Ebenen bedroht sein bzw. auch gefördert werden. Zum einen gibt es da die Ebene der Lebensräume. Wenn wir jetzt bei dem Gewässerbezug bleiben, sind das zum Beispiel solche Seen hier mit vielen Wasserpflanzen und Schilf oder auch solche eher strukturlosen, also offene Teiche mit wenig Vegetation oder auch so eine Waldtücke sind Gewässerlebensräume mit viel Schatten und viel Totholz. Und jeder dieser Lebensräume bietet nun ideale Bedingungen für eine andere Artengemeinschaft, womit wir zur nächsten Ebene kommen, der Ebene der Arten und Artengemeinschaften. Jede Art hat unterschiedliche Anpassungen an ihre Umwelt und somit ist in jedem Lebensraum eine andere Art dominant und andere Arten können fehlen. Arten kann man aber auch in Populationen aufteilen, also räumlich abgegrenzte Einheiten von Individuen, die sich genetisch durchmischen und eine Vielfalt an Genen auch wichtig. Wenn zum Beispiel solche Aussterbeereignisse von einzelnen Populationen passieren, wo aber andere Gene oder andere Populationen vielleicht besser angepasst sind an diese neuartigen Bedingungen und somit die Art erhalten. In meinem Vortrag gehe ich aber nur auf die Ebene der Arten und Artengemeinschaften ein und lasse die anderen Ebenen mal außen vor, weil wir nur zu dieser Ebene geforscht haben im Baggersee-Projekt. Wie sieht jetzt der rechtliche Rahmen für den Schutz der Biodiversität aus? Wir haben eben schon gehört, es gibt zum einen das Fischereigesetz, welches das Fischereirecht, die Gewässerregel, die Gewässerpflege, aber auch den Gewässerzugang regelt und die Binnenfischereiordnung im Fall von Niedersachsen, welche Fang und Besatz von Fischen und Krebsen regelt. Auf der anderen Seite haben wir auch schon gehört, das Bundesnaturschutzgesetz, was dann auf Landesebene umgesetzt wird und den Schutz der Arten und der Lebensräume allgemein regelt. Und zwischen diesen beiden Gesetzeslagen gibt es logischerweise ein Konfliktpotenzial, wenn zum Beispiel, wie oft unterstellt, durch fischereiliche Maßnahmen nicht heimische Arten ausgebracht werden zum Beispiel. Dann widersprechen sich diese beiden Gesetze, aber wenn die Fischerei der guten fachlichen Praxis entspricht, dann ist es kein Eingriff in die Natur. Oft wird aber auch unterstellt, dass die Ausübung des Raumes, das Angeln an sich schon stört, zum Beispiel wie hier in der Verordnung für ein Naturschutzgebiet vorgeht, dass beim Angeln eine besondere Störgruppe ausgeht, weil sie immer am Ufer sind, nicht gedeckt schwimmen, lange am Platz vorbei und oft früh und spät am Tag sowie nachts nutzen. Zum einen stören sie durch ihre Anwesenheit, aber sie sind anscheinend auch Hauptnutzer des Gewässers. Und diese Störgruppen durch Freizeitnutzung hat vor allem Arena Schacht in einer groß angelegten Literaturstudie mal untersucht, dass das ein Wirkpfad ist, der Auswirkungen auf die Natur und Umwelt hat. Aber zum einen, oder vorrangig wirkt ja das Hobby, der Fischfang erstmal auf die Fischpopulation, auf die Fischgemeinschaft, wie von Wolf Christian Levin untersucht, über die Entnahme von Fischen. Aber auch wenn man die Fische nicht entnimmt, sondern direkt zurücksetzt, kann dies Auswirkungen auf die Fischgemeinschaft haben, wenn sie zum Beispiel durch Verletzung oder durch die Erschöpfung dann auch sterben. Oder sie sind nicht so stark geschädigt, dass sie sterben, aber haben dann eine Beeinträchtigung, was einen Nachteil gegenüber Artgenossen hervorrufen kann, wodurch es auch wieder Auswirkungen auf die Fischgemeinschaft hat. Oder sind einfach nur ein bisschen stärker gestresst, was sich widerlegt und keine weiteren Auswirkungen hat. Dann gibt es noch die Bewirtschaftung, also der Fischbesatz hat auch Auswirkungen auf die Fischgemeinschaft. Die Ergebnisse werden auch vorgestellt, aber auch nicht nur auf die Fischgemeinschaft kann Besatz wirken, sondern auch auf andere Tiere. Zum Beispiel werden durch mehr Fische auch mehr Fraßdruck auf die Fischmeertiere, auf die Invertebraten ausgeübt wird oder durch übermäßigen Graskartenbesatz jetzt die Wasserpflanzenbedeckung etwas verringert wird im See. Dann legen andere Vereine auch gerne andere Stellen an oder halten Wege frei. Und diese Habitatveränderung hat auch Auswirkungen auf die Lebensraumzusammensetzung oder Verfügbarkeit der Tiere und wirkt erstmal direkt auf die Vegetation, also auf die Pflanzen, die dann entweder weggenommen werden oder gefördert werden, dadurch, dass Bäume weg sind, kommt mehr Licht, kann mehr krautige Vegetation wachsen. Also auch da gibt es Auswirkungen und Wechselwirkungen.
von diesen Habitatmaßnahmen. Und dann gibt es noch verschiedene andere Wechselwirkungen zwischen den Fischen und den Unterständen am Ufer oder Fische und Wasserkringel, Fische und Wasserpflanzen. Diese ganzen Wechselwirkungen, auf die können Anglerinnen und Angler Einfluss nehmen oder theoretisch Einfluss haben. Gucken wir also uns zunächst nochmal diese Störwirkungen an, oder Freizeitnutzung an sich. Was wirkt da auf wen? Und wir haben ja nicht nur das Angeln am See, sondern wir haben auch verschiedene andere Freizeitnutzungen am Ufer, besonders zum Beispiel Leute, die mit dem Hund spazieren gehen oder Fahrer, auch Leute, die ja campen. Also viele andere Ufernutzungen neben dem Angeln, aber auch im Wasser, gerade im Sommer, viele Badegäste schwimmen oder tauchen oder mit richtigen Gefährten auf dem Wasser rumfahren, auf den Seen, wo es erlaubt ist, dann mit Booten. Und jede dieser Freizeitnutzung kann auf Umwelt und Natur wirken. Und Marina Schaft hat ganz viel Literatur zusammengetragen und geguckt, was sind da die Effekte, wie wirkt Freizeitnutzung auf Natur und Umwelt. Und dabei kam heraus, dass alle Nutzungsformen im Durchschnitt negativ wirken, aber eben die Ergebnisse auch stark schwanken. Und gerade Angeln wirkte eher auf Individuen und auf Artebene und Bootfahren zum Beispiel war viel stärker negativ als Angeln. Und auch andere Freizeitnutzungen wirkten auch mehr auf die Artgemeinschaft, aber Angeln eben eher auf die Individuen und Artebene. Was oft unterstellt wird, dass eben Angeln gerade die Vögel stört, das konnte in dieser Studie nicht stark gezeigt werden. Also war nicht signifikant die Effekte von Angeln auf Vögel. Und da sieht man daran, dass hier auf der Nullpunkt überschritten wird in der Schwankung. Also keine signifikante Wirkung auf Vögel. Einschränkend muss man aber sagen, dass die Studien, die negative Effekte zeigen, eher publiziert werden als Studien, die positive oder keine Effekte zeigen. Also das wurde klar in dieser großen Literaturstudie. Gut, wir wissen also, dass alle Nutzungsformen einen Einfluss auf Natur und Umwelt haben, nicht nur Angeln und manche sogar stärker negativ wirken als Angeln. Wie sieht es jetzt mit dem Besatz aus? Also ich schreibe jetzt erstmal nur den Satz. Die Auswirkungen von Fischfang sind gut dokumentiert. Da wissen wir, dass zu großer Entnahme zu geringerter Biomasse führt und auch zu veränderten Größenstrukturen, was man mit Fanggestörungen da was eben tun kann. Das sieht man auch in der Ausstellung dann nochmal. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal nur auf den Fischbesatz ein. Denn Sven Materna hat die bewirtschafteten Baggerseen mit unbewirtschafteten Baggerseen verglichen. Aber wenn wir jetzt von Fischen in Baggerseen reden, müssen wir auch die Frage stellen, wie kommen die Fische überhaupt in die See hinein? Und da gibt es mehrere Wege. Zum einen gibt es die natürliche Besiedlung von Baggerseen. Das heißt, Fischweiher können über Insekten oder wieder von Vögeln in die Seen getragen werden. Manchmal auch durch den Darmtrakt. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass Fischeier von bestimmten Arten auch den Darmtrakt zum gewissen Teil überleben und daraus auch reproduzierfähige Fische schlüpfen können aus den Eiern. Und es gibt auch seltene Naturereignisse, wie zum Beispiel auch Flutungen oder Tornados, von denen ein Fischtransport von einem Gewässer in ein anderes möglich ist. Neben diesen natürlichen Wegen, die auch in der Literatur diskutiert werden, gibt es noch die von Menschen unterstützte Besiedlung, zum einen Fischbesatz, wo jetzt initial auch Teil der fischereilichen Hege ist. Aber es gibt auch das unerlaubte Auskriegen von Fischen aus dem heimischen Gartenteich oder aus dem Aquarium. Das sind die vom Menschen unterstützten Wege, wie Fische in Gewässer kommen. Bei allen diesen Dingen muss man natürlich beachten, was Christian Wolter auch schon gesagt hat, dass der Fisch natürlich an das Gewässer angepasst, besonders das Wasser für den Fisch entsprechend geeignet sein sollte, damit er da überhaupt dann sich ansiedeln und vermehren kann. Und bei dem Vergleich von bewirtschafteten mit unbewirtschafteten Baggerseen kam heraus, dass in den bewirtschafteten Baggerseen deutlich mehr Fischarten zu finden waren als in den unbewirtschafteten und das vor allem an einer höheren Gruppenzahl an Raubfischen lag. Aber auch die Artenzusammensetzung unterschied sich deutlich zwischen bewirtschafteten und unbewirtschafteten Gewässern. Hier sehen wir, dass jedes Symbol eine Artengemeinschaft in einem See darstellt und je näher die Symbole beieinander liegen, desto ähnlicher sind auch die Artengemeinschaften und je weiter die Symbole voneinander wechseln, desto unterschiedlicher sind Artengemeinschaften zusammengesetzt. Und gerade in den unbewirtschafteten Seen haben sie unterschiedliche Artengemeinschaften und die bewirtschafteten Baggerseen haben sie ähnliche Artengemeinschaften. Aber die Fischbiomasse und die Fischdichte war ähnlich. Also es waren beiden Seetypen vergleichbar. Dann hat Sven Matern die bewirtschafteten Baggerseen und unbewirtschafteten Baggerseen in Niedersachsen noch mit natürlichen Gewässern in Brandenburg verglichen, ähnliche Größe, und hat festgestellt, dass die bewirtschafteten Baggerseen denen, also in der Artenzusammensetzung, denen von natürlichen Gewässern
entsprach. Das heißt, die, genau, die Wurzeln schon mal gesehen haben, mehr Artenzusammensetzungen, ähnliche Artenzusammensetzungen wie die natürlichen Seen, die gar bewirtschaftet und unbewirtschaftet, und die unbewirtschafteten Baderseen haben sich signifikant verschieden. Das sind eine ganz anders zusammengesetzte die Artenzusammensetzung als die natürlichen Seen. Das heißt, wir haben zusammengefasst durch den Satz, in den Baggerseen höhere Fischartenzahl als in unbewirtschafteten Baggerseen, aber auch eine Homogenisierung. Die Artengemeinschaft wird ähnlicher. Wie sieht das jetzt bei anderen Organismen aus, also anderen Tier- und Pflanzenarten? Wie wirkt da die Bewirtschaftung der Baggerseen? Nochmal zu festhalten, wir haben wieder links die bewirtschafteten Baggerseen und rechts die unbewirtschafteten. Bei den Fischen haben wir eine Artenzahlsteigerung. Und dann haben wir uns noch andere Arten angeguckt, die Amphibien, Libellen, Wasservögel, Singvögel, Ufervegetation und Wasserpflanzen. Und da sehen wir bei den Amphibien, dass ziemlich weniger Arten im Wirtschaften sind, aber wir haben auch nur zwei, drei Arten überhaupt nachweisen können. Also Baggerseen sind keine guten Amphibiengewässer, das haben wir auch festgestellt. In anderen Arten gab es keine signifikanten Unterschiede. Also da ist eine Artenzahl genauso an den bewirtschafteten Seen aus wie an den unbewirtschafteten. Und auch die Ergebnisse haben wir publiziert. Und wenn wir jetzt an so einem bewirtschafteten Baggerseen sind, hier in dem Hinnersee, wir haben auch festgestellt, dass die bewirtschafteten Baggerseen deutlich stärker genutzt werden. Also die Freizeitnutzung an den bewirtschafteten Seen war deutlich höher als an den unbewirtschafteten Seen. Und wir wissen jetzt von der Studie von Marina Schaff, dass Freizeitnutzung generell negativ wirken kann auf die Umwelt. Können wir trotzdem noch was tun? Zum Beispiel hat hier die NWA eine Schutzzone eingerichtet als Gleichschwunggebiet und da das einfach verboten. Das hat nicht nur die NWA am Lindersee gemacht, sondern auch viele andere Vereine in Niedersachsen. Und für uns hat sich jetzt auch die Frage gestellt, wie wirken denn diese Schutzzonen auf Biodiversität oder auf Umwelt und Natur? Und haben wir geguckt, erstmal auf die Fische, ja, wenn die als Gleichschwunggebiet eingerichtet werden, wie wirkt das auf die Fische und vor allem die kleineren Fische waren deutlich höher in ihrer Fischdichte innerhalb der Schutzzone als außerhalb. Bei den großen Fischen, also über 20 cm, beziehungsweise die Massenfische, da muss ein Mindestmaß gibt, die waren nicht mehr außerhalb und innerhalb der Schutzzone, da waren gleich hohe Fischdichte. Bei der Vegetation am Ufer haben wir gesehen, dass die Trittresistenz, also die Sensitivität der Pflanzen gegenüber Trittschäden, war außerhalb der Schutzzone höher, also da, wo viel Nutzung zugelassen wird, waren die Pflanzen resistenter gegenüber Trittschäden als innerhalb der Schutzzone. Das ist schon mal ein Zeichen, dass innerhalb der Schutzzone eventuell auch weniger Nutzung tatsächlich stattfindet. Und die Habitatqualität, also die Qualität der Lebensräume, war auch deutlich höher innerhalb der Schutzzone als außerhalb der Schutzzone. Was gerade dadurch bedingt war, dass die anthropogene Nutzung, also die Veränderung der Ufer, war innerhalb der Schutzzone geringer. Also ein gutes Zeichen dafür, dass Schutzzonen tatsächlich funktionieren. Nochmal zusammenfassend. Also wir wissen, viel Freizeitnutzung an den Baggerseen und Angeln hat vergleichbare Auswirkungen auf die Umwelt. Die andere und gerade Bootsfahren ist ein bisschen negativer. Das heißt aber auch, dass wenn wir jetzt nur Angeln am See verbieten, es keinen ökologischen Nutzen haben kann, wenn andere Freizeitnutzung weiterhin zugelassen werden. Also aus sozial-ökologischer Sicht ist es alles zu verbieten oder alles zuzulassen. Weil sonst haben wir eigentlich keinen messbaren Effekt auf die Biodiversität und Natur und Umwelt. Weiteres Ergebnis, die bewirtschafteten Baggerseen haben mehr Fische, besonders mehr Raubfische, aber eine ähnlichere Fischartengemeinschaft zu anderen bewirtschafteten Baggerseen, wogegen die unbewirtschafteten Baggerseen mehr kleine Fischarten haben und regional sehr unterschiedlich aussehen können in ihrer Artenzusammensetzung. Es wurden kaum nicht-heimische Arten abgewiesen. Und die Fischbiomasse und die Abundanz war vergleichbar in beiden Typen. Im Vergleich mit natürlichen Gewässern sehen wir ähnliche Fischartengemeinschaften bewirtschaftet mit den natürlichen Seen, wodurch man schließen kann, dass die anglerische Bewirtschaftung ein Besiedlungsbeschleuniger für die Baggerseen darstellt. Bei den restlichen Taxa hatten wir eigentlich kaum Unterschiede in den Artenzahlen gefunden, außer bei den Amphibien, wo jetzt eine Art mehr drin war. Der höhere Naturschutzwert dieser unbewirtschafteten Baggerseen wird dadurch ausgeglichen, dass an den bewirtschafteten Baggerseen wir dafür seltenere Uferpflanzen gefunden haben. Also die Naturschutzwerte dieser bewirtschafteten und unbewirtschafteten Baggerseen sind auch gleich.
Und der Effekt von Schutzzonen, da haben wir zumindest gesehen, dass die Fischdichte bei kleineren Fischen höher ist. Die Habitatqualität höher und die Uferregulation, aber auch die Singvögel sind etwas sensitiver, wenn Schutzzonen vorhanden sind. Also insgesamt können anglische Bewirtschaftung und hohe Biodiversität am Baggerseen vereinbar sein, zumindest nach unserem Ergebnis. Danke und gerne Fragen.